Wie gestalte ich mir jetzt meine erste Seite, meine Startseite auf meiner Homepage? Ich gehe auf die Weltkugel und kann dort dann den Sujetbereich ändern. Das ist jetzt zum Beispiel der Slider auf der ersten Seite. Da kann ich mit Inhalt kann ich einen Header oder nur eine Überschrift definieren. In dem Fall möchte ich einen Header haben und kann in diesem Header Sujets anlegen. Ich kann dazu sagen, ich möchte dieses Bild drinnen haben. Es gibt einen Editor, da könnt ihr ihn ein bisschen beschneiden. Das Seitenverhältnis ist aber fixiert. Im Editor könnt ihr dann da noch den Ausschnitt verschieben oder verkleinern, je nachdem. Ihr könnt es dann akzeptieren. Und ihr könnt zu diesem jeweiligen Bild auch noch einen Link dazu anlegen, wenn ihr da auf einen Bericht verweisen wollt oder auf eine Veranstaltung oder auf ein Bildarchiv, wie auch immer. Da könnt ihr einen Text eingeben und da dann den Link hinzufügen. Wir können da noch, was für einen Slider vernünftig ist, natürlich ein zweites, drittes, viertes, fünftes Bild hinzufügen. Ich würde da nicht übermäßig viele Bilder reingeben, weil je mehr Bilder das drinnen sind, desto weniger werden sie gesehen. Ich gebe jetzt ein zweites Bild rein. Ich vergib dem Bild einen Titel, das heißt einfach nur einen Text dabei. Sag Atemschutzübung. Da habe ich dann schon eine Fehlermeldung unter Anführungszeichen. Das heißt, irgendwas wurde nicht korrekt ausgefüllt. Ich habe einen Link erstellt, aber keinen Link vergeben. Das heißt, er lässt mir das nicht speichern und er zeigt mir es auch nicht an. Das heißt, ich muss diesen Link da jetzt löschen. Dann kann ich speichern und dann kann ich mir die Sachen anzeigen lassen. Ich habe da jetzt mein erstes Slider-Bild und dann mein zweites Slider-Bild. Ich habe den Untertitel, den ihr jetzt gesehen habt, den ich vorher eingeben habe. Warum habe ich da jetzt eine weiße Fläche? Ich kann mir auf dieser Ebene noch was dazu holen. Das habt ihr sicher schon gesehen, eine Box mit Inhalt oder die Einsatzkarte. Wenn wir jetzt die Einsatzkarte hernehmen, es gibt die Einsatzkarte des Verbandes für ganz Oberösterreich oder für den Bezirk. Ist es jetzt die Oberösterreich-Karten oder möchte ich die von meinem Bezirk drinnen haben? Ich wähle jetzt einmal den Bezirk aus. Ich kann da nur eine Unterschrift setzen. Einsatzkarte Bezirk Perg. Und jetzt habe ich da rechts neben meinem Slider die Einsatzkarten vom Bezirk Perg, die automatisch befüllt wird bzw. angezeigt wird. Da ist ein Link hinterlegt hinter dieser Karte, die mich automatisch zu allen Einsätzen bringt. Jetzt ist es relativ groß und ich sage, ich möchte eigentlich nur Informationen für die Feuerwehr auf die Startseite bringen. Dann habe ich da natürlich auch eine Möglichkeit, nämlich nochmal im Header auf Inhalt gehen und eine Box mit Inhalt anzeigen lassen. Ihr könnt da natürlich auch ein zweites mehr Einsatzkarten von einem anderen Bezirk oder auch von ganz Oberösterreich anzeigen lassen, je nachdem, wie es wollt. Oder ihr macht eine Box mit Inhalt, dann könnt ihr da wieder einen Titel vergeben. Da kann man dann ein bisschen einen Text dazu schreiben, das würde ich auch kurz halten, sonst geht es relativ viel ins Bild rein. Ich kann da Medien hinterlegen, ich nehme ein Bild, komme wieder in meine Dateiliste, die ich vorher befüllt habe, wähle mir ein Bild aus. In dem Fall ist das Bild mit Hochformat 3 zu 4 angeben. Das kann ich nicht ändern. Da kann ich dann wieder meinen Bildausschnitt wählen, kann es akzeptieren. Das war vorher rot. Jetzt habe ich ein Bild drinnen. Jetzt kann ich das theoretisch schon speichern, wann ich will. Ich kann da auch einen Link hinterlegen, wann ich da auf Anmeldeseiten
oder ähnliches Gemächt, die auf der eigenen Seite sein kann. Habe da die Möglichkeit, auf eine Seite in meinem Seitenbaum zu verweisen oder auf eine Datei, die ich hinterlege, auf einen Ordner, den ich da drinnen habe, auf eine externe URL, auf eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse oder auf einen News-Beitrag. Ich habe einen Link aktiviert, wo noch nichts hinterlegt ist. Das heißt, wenn ich den lösche, dann verschwindet mir da das Rufzeichen. Ich kann speichern und ich kann es wieder anzeigen lassen. Wenn es sich nicht aktualisiert, bitte wieder mit F5 oder Command-R auf dem Mac. Und ich habe da jetzt mein Bild, mein Sujet und ich habe den Text, den ich eingeben habe. Und wenn ich einen Link mitgeben hätte, dann hätte ich da unten jetzt noch die Möglichkeit, den Link anzuzeigen und auszuwählen. Damit ihr den News-Teaser auf der Startseite einbauen könnt, beziehungsweise könnt ihr diesen News-Teaser auch anderswo einbauen, aber jetzt auf der Startseite wird es wahrscheinlich am mehreren Sinn machen, zeige ich euch ganz kurz, wie das funktioniert. Wir gingen auf der Inhaltsseite auf Inhalt und habe dann da auf der linken Seite Nachrichtensystem. Da klicke ich den News-Teaser an. Dann kann ich da Überschrift vergeben. Gehe dann auf den Reiter Plugin und habe da jetzt, ihr könnt es in der Kategorie auswählen, ich aussuchen, welche Kategorien ihr ausgewählt oder angezeigt haben wollt. Die News können von euch mit Kategorien versehen werden. Wenn sie sagt, ihr braucht die Kategorie Jobs nicht, dann braucht ihr das auch nicht anwählen. In dem Fall gehen wir auf Übung, Ausbildung, Stützpunktwesen. Das sind meine Kategorien, die mir angezeigt werden, wenn ich dieses News-Teaser-Plugin auf der Seite habe. Was da jetzt noch wichtig ist, findet sich ein bisschen weiter unten, nämlich der Ausgangspunkt. Woher nehme ich die Informationen, woher nehme ich die News? Und da muss ich noch eine Seite definieren. Klicke auf Seite. Und da muss ich auf die Datensammlung die News verlinken, damit er weiß, woher er die Informationen nimmt, woher er die Beiträge nimmt. Das ist ganz wichtig, sonst zeigt er euch möglicherweise Berichte aus anderen Bezirken und Abschnitten und Feuerwehren an. Ich speichere das wieder. Wenn ich dann auch ganz unten gehe, habe ich da jetzt beim Ausgangspunkt die News. Und ich habe die ID 578, das ist auch die ID von meinem News-Ordner, dort wo meine Beiträge gesammelt sind und wo ich die erstelle. Dann braucht es aber noch weitere Einstellungen, damit das Tool weiß, auf welche News sie zugreifen muss. Da habe ich das Feld für Seiten-ID für Einzelnachrichtenansicht. Damit ich das zuweisen kann, geht auf den Ordner. Für das Feld Seiten-ID für Einzelnachrichtenansicht klicke ich da auf dieses Symbol, das Kettensymbol mit Artikel. Wenn ich das jetzt speichert, wird mir da das angezeigt. Die Seiten-ID für die Listenansicht, da mache ich dasselbe, allerdings mit dem Unterschied, dass ich da auf die Überkategorie, nämlich News, gehe. Ich speichere mir das wieder und lasse es anzeigen. Ich habe das jetzt gespeichert. Ich kann da herunten eingeben, die maximale Anzahl anzuzeigender Datensätze. Es werden automatisch
3 angezeigt. Ich habe unten dann die 3 Striche im Menü, dass ich da weitergehen kann. Da kann ich sagen, ich möchte mir 9 anzeigen lassen. Ich kann das auf 3, 6, 9, 12 vorgeben. Ich speichere das wieder. Mache das zu, lassen wir jetzt den News-Teaser oberhalb haben, dass wir die Webseite anzeigen und habe da jetzt meine News und habe die 9 angegebenen News-Artikel da herinnen. Wie funktioniert das jetzt mit der Terminanzeige auf der Startseite? Ich gehe da ebenfalls wieder auf Inhalt, auf Plugin, sage allgemeines Plugin. Nachdem ich da die Termine drinnen haben möchte, gebe ich die Überschrift Termine ein. Dann bei ausgewähltes Plugin gehe ich auf Typoscript 2CE. Das bestätige ich wieder. Dann gebe ich da herinnen Happening 10 ein. Ich speichere das wieder und habe dann da meine 3 Kategorien: Veranstaltung, Lehrgänge oder Bewerbe. Das ist jetzt standardmäßig wie auf dem Verband gemappt, unsere Veranstaltungen in Oberösterreich. Das könnt ihr umbenennen. Dann speichern. Schließen wir das. Ich möchte mir das jetzt auf der Webseite anzeigen lassen. Und nachdem da jetzt keine Termine öffentlich geschaltet sind in Cybus, kriege ich da jetzt auch keine Anzeige. Ansonsten, ihr kennt das von der Startseite vom Verband. Da habe ich dann da oben die Veranstaltungen, Lehrgänge und Bewerbe. Veranstaltung ist da jetzt nur eine eingetragen. Bei den Lehrgängen habe ich mehr, beziehungsweise habe ich da unten wieder mein Menü, dass ich da weiter gehen kann. Bei den Bewerben dasselbe. Und da ist dann der Text, den wir als Label vergeben haben für die einzelnen Kategorien da heroben.